So, damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einem neuen GTA 4 K-Mod Vorstellungsvideo. Und wie ihr im Hintergrund seht, ist es heute der Opel Corsa. Ja, den habt ihr gewählt. Ich konnte leider, wie ihr seht, keine Standardversion von diesem netten Auto finden. Es gibt nur diese getunte und eine Rallye-Variante. Es gibt sonst keinen normalen. Den normalen gibt es leider nur für GTA San Andreas. Deswegen habe ich jetzt die getunte Variante genommen. Die ist auch ein bisschen mehr straßenzulassungsfähig als ein Rallye-Wagen. Aber okay, wie immer könnt ihr natürlich unten in die Kommentare neue Autos posten und wenn ihr unten welche seht, die ihr unbedingt sehen wollt, gebt diesen Kommentar ein Like, denn die mit den meisten Likes werden gewählt. Wir können auch sicher auch wieder auf diesem Video, auch wenn das Auto, denke ich mal nicht, das grandioseste ist wie der Ford GT, trotzdem 5 Likes knacken, oder? Ich war letztes Mal wirklich baff, wie die Likes da so hochgeschnellt ist und da macht es noch mehr, viel mehr Bock, diese GTA-Mod-Videos zu machen. Also kommt, 5 Likes, knackt ihr doch wieder locker, ich glaube an euch. So, auf jeden Fall haben wir heute den Opel Corsa in der getunten Variante hinter uns stehen. Die ersten Opel Corsa gab es gar nicht, das ist der einzige, den es für das Spiel gibt. Warum auch immer, irgendwie gibt es von den Modern nicht so wirklich Enthusiasten für die Opel Corsa-Szene. Aber okay, wir gehen auf diesen Wagen ein. Ich weiß nicht, woraus er konvertiert ist. Ich habe starke Gefühle aus Need for Speed Underground. An manchen Stellen glaube ich das nämlich. Und ja, wir gehen mal drauf ein. So, Motorraum, wir wollen nicht auf Texturen eingehen, das sieht einfach nur scheiße aus, aber wir haben jetzt mal wieder endlich mal ein Auto, was scheiße aussieht, wir können mal wieder meckern, ne, weil hier ist das Texturenmatsch sonst wie hoch, das ist jenseits von gut und böse. Lampen, hier mit nur grau, ich weiß nicht, ob es eine Abdeckung, eine Tuning-Abdeckung sein soll oder nicht. Wenn es so ist, dann sieht es okay aus, dann lassen wir das so, dann meckern wir nicht drüber. Die Felgen, gehen wir doch auf die mal ein. Nico, könntest du dich mal bücken, danke. Die sehen vollkommen okay aus. Ich finde, die sehen auch sehr gut sogar modelliert aus. Das Einzige, was ein bisschen stört, wie ihr seht, die Bremsscheibe ist hier ein bisschen eckig und ein bisschen unfein modelliert worden. Da hätte man ein bisschen mehr noch drauf achten können. Aber sonst, die Felgen sehen sehr gut aus. Auch hier die Katzenauge und sonstiges sieht auch nicht schlecht aus. Dann gehen wir nochmal auf den Innenraum ein. Und ja, jetzt kommt der nächste Horror, die Sitztexturen. Nico, steh einfach mal auf, wenn du zu fett bist. Ja, das sieht dementsprechend auch nicht allzu geil aus. Wir sehen, hier ist auch wieder matschig und hier ist nicht wirklich darauf geachtet worden, dass bestimmte Texturen hochwertig sind. Das sieht man leider ziemlich oft hier. Wir sehen, hier hinten haben wir eben, was mir eben so underground-mäßig aufgefallen ist, hier diese Bildschirme. Dann gehen wir noch weiter nach hinten rüber. Da kann ich euch gleich auch eine Heckklappe, das kann ich euch zeigen, wenn wir damit fahren, dass sie auch ein bisschen scheiße modelliert. Ich komme da nicht rein, so. Nein, ich komme noch nicht rein, das ist eine Hitbox. Ne, kann ich auch hier sein. Seht ihr? Warte, das steht mal auf. Da, diese Delle hier. Das ist, beim Opel Corsa gibt es da keine, aber das ist nicht rund modelliert worden. Da hat der Modder nicht drauf geachtet, dass das vernünftig rund ist. Das ist irgendwie ein bisschen sehr kantig gemacht worden, muss ich leider mal sagen. Die Lampen, das ist auch ein Grund, warum ich das in Underground anlehnt. Sehen okay aus, ist jetzt nicht kein Meisterwerk, aber sieht okay aus. Da habe ich unten ein paar Endstufen drin. Die ein bisschen Verbesserung, die sehen gut aus. Die Bildschirme hier drin auch. Das sieht alles sehr gut aus und auch Auspuffrohr und sowas, was hinzugefügt wurde, aber das Originalmodell, an dem das hinzugefügt wurde, das sieht nicht gut aus. Das stört mich so ein bisschen. Ach, Kacke, jetzt habe ich die Tür gleich zugemacht. So. Wir sehen, Lenkrad ist auch wieder matschig, aber dann hier, wir sehen den Texturunterschied von Sachen, die hinzugefügt wurden, wegen Tuning. Hier den Drehzahlmesser, was auch immer ist, Temperaturmesser, keine Ahnung. Und auch die Fußpedale in den ganz anderen Texturen. Die Texturen haben einen komplett anderen Auflösungsgrad. Das hätte ich mir für den Rest des Wagens auch gewünscht. Da sieht man, dass das nachträglich hinzugefügt wurde und das Modell irgendwo anders hergenommen wurde. Sehr schade, finde ich eigentlich, weil da hätte man viel mehr machen können. Hier sehen wir natürlich auch wieder hier so ein paar Kanten. Da ist nicht wirklich, also in Feinarbeit ist hier nicht drauf geachtet worden. Hier ist viel grob gemacht worden. Ihr seht auch hier diese Rundungen, die haben eben noch ein paar Ecken. Das ist nicht schön ausgearbeitet worden. Da hätte man, finde ich, ein bisschen mehr machen können. Aber, na gut, vielleicht haut Handling und Schadens würde die Karre ja wieder aus dem Sumpf raus, weil optisch ist das hier wirklich keine Wucht. Ihr wollt den Wagen aber sehen. Und ich muss natürlich auch Kritik an Autos üben, das ist natürlich klar. Das war falsch. So. Ja, das brauche ich ja nicht klären, wenn es gar keine gibt. Dann wollen wir doch mal fahren. Ersetzen tut der Wagen den Admiral. Das ist, glaube ich, eine Limousine im Spiel. Und hier sehen wir nämlich den nächsten Fehler. Ihr seht ja, wir hatten Bildschirme drin. So. Sobald die Türen geschlossen sind, wir mit dem Auto fahren, sind die Dinger durchsichtig. Wir können durch die, da, wir können durch die Sitze durchgucken. Andersrum hingegen nicht. Wenn wir hier so schräg gucken, ne, sehen wir es auch nicht. Ne, wir sehen, die Bildschirme werden wenn man außen fährt, nicht angezeigt. Das finde ich auch ehrlich gesagt nicht schön. Macht das Ganze nicht weg. Und hier sehen wir auch diese Beule, die hier seht ihr da, diesen Schatten an der Heckklappe. Ist so eine Beule, die da finde ich nicht hingehört. Da ist ein bisschen unsauber modelliert worden, wie am Rest des Wagens leider Gottes auch.
Dorolink ist natürlich wie immer in der Beschreibung, falls euch das selber von mal überzeugen wollt. Wenn ihr denkt, ich labe hier gerade Scheiße, könnt ihr gerne machen. Boah, wir sehen, wie er quietscht. Also, ihr seht, der Wagen ist viel zu tief an manchen Stellen hier. Sitzt in den Reifen. Warte, in dem Fall mal eine engere Kurve. Seht ihr, der Reifen geht in den Radkasten rein. Dass ich darauf geachtet worden, dass die Karosserie nicht schleifen. Wir sehen auch, der quietscht direkt, wenn man etwas einlenkt, weil die Karre natürlich direkt aufsitzt. Hier hat man auch darauf achten müssen, dass die Karosserie nicht in die Reifen reindrücken kann. Ich finde, das knabbert etwas am Realismus. Auch wenn der Wagen so schon ähnlich an Deutschland zugelassen wäre. Das Auto, ich weiß gar nicht, TR, ich weiß gar nicht, welches Kennzeichen das ist. Das weiß ich leider nicht, aber wir sehen hier jetzt, ja, hier diese Kanten an der Klappe. Die sehen wirklich sehr unschön aus. Das reicht, wenn man sowas wie ein IC in Hessen hat mit Schatten und sowas, fällt das extremst auf. Da sieht man das natürlich erst. Mit dem normalen GTA-4-Spiel sieht man das vielleicht. Aua. Aua. Wow. Hallo, stehen bleiben, Bremsen packen, danke. Sieht man das vielleicht nicht direkt. Aber, lieber Modder, so sieht man das leider. Und ich muss leider etwas hart dabei sein, weil ich will natürlich auch hier vernünftige Autos vernünftig bewerten. Ford GT und so was, die haben natürlich dann auch die Traumbewertung gekriegt. Da muss es natürlich auch Autos geben, die natürlich mal richtig einen aufs Maul kriegen, wo der Modder mal ein bisschen geschlampt hat. Und ja, wir werden jetzt erstmal direkt mal den Sprung hinterherlegen, gucken, was wir hier rausholen können. Oh, das war hinten drauf. So, dann gucken wir doch mal. Hier vorne haben wir eben die Rampe getroffen, das sieht in Ordnung aus. Dann sind wir hier hinten aufgekommen. Ach komm, sobald die Scheibe draußen ist, sieht man das auch. Die Scheibe macht, ja, die Scheiben machen das mit dem Bildschirm. Das ist irgendwas mit den, die Textur von den Scheiben überdeckt. Das hat er irgendwas falsch gemacht. Wir sehen, hinten ist auch eingedellt richtig, aber sehen wir, die Reifen interessieren auch so einen Scheißdreck, dass sie gerade voll einen abbekommen haben. Da ist wirklich noch alles heile und, nein, nicht schön. Oh ja, der Drehzahlmesser. Ja, aber dasselbe Problem, ihr seht, dieser Drehzahlmesser oder die Temperaturanzeige links, die hat ja nochmal, ist die nicht durchsichtig, aber durch die Scheiben wird die wieder durchsichtig. Hingegen von vorne ist sie sichtbar und von vorne sollte man eigentlich nicht die Drehzahl und sowas sehen. Hinten gibt es eigentlich die Abdeckung bei dem Ding. Naja. Ihr wolltet den Wagen sehen, ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, dass es keinen anderen gibt. Ich hätte gerne einen normalen Standardmäßigen gezeigt, aber naja. So, wir machen die Rampe noch einmal. Ich will dem Wagen nämlich nochmal eine Chance geben, dass es sich richtig überschlägt. Auch so, welchen Wagen gebe ich auch nochmal eine Chance, einfach um sich beweisen zu können. Ich hoffe, wir hängen jetzt nicht auf Flugzeug fest. Hast du für Sprungfehler eingebaut, Junge? Aber wir haben hier echt anscheinend wieder so ein Superman-Car. Wir kennen das ja mittlerweile, dass die Autos irgendwie dauerhaft auf ihren vier Reifen landen müssen. Deswegen geben wir ihm noch eine Chance, weil ich will sehen, dass die Karre irgendwie mal Überschlag hinlegt, weil dass wir hier Spider-Man haben, der auf allen vielen landen kann, ist scheiße. Das bringt mir nichts. Ach, scheiße. Hören wir mal von hinten nochmal an. Ja, Skill fehlt mir natürlich heute auch ein bisschen. Ich hoffe aber nicht so viel Schwung, dass er gar nicht mehr so hoch abhebt, dann kann er sich mir nicht so oft drehen. Ja, schönes Ding. Jetzt haben wir das, was ich haben wollte. Gut. Wir sehen aus, rechts hat er nichts, aber links sind wir halt aufgekommen. Und hier, ich glaube, er hat beide Achsen erwischt, ne? Ja. Hinten links seht ihr, ist die Reifen richtig tief reingedrückt jetzt in den Kotflügel. Und vorne links richtig schön eingedämmt, aber schleifen tut er nichts. Aber wir sehen, er sinkt halt, wenn wir nach rechts lenken, jetzt ein. Das wollte ich sehen, ob wir sowas hinkriegen, dass die Achsen gebrochen werden können. Die schleifen zwar nicht, aber es ist möglich, sie abzuknicken und das ist mir halt wichtig, dass. Okay, das ist nicht wirklich tiefer gewesen, aber das ist mir halt wichtig, dass ein Mod das auch kann. Und gut, so, wir werden jetzt erstmal Schwung holen und dann hier gegen den Pfosten sammeln, weil grundsätzlich den Tankanhänger will ich immer zum als Finale haben, da wird mich meist am meisten vom Auto demoliert. Aus dem Grund lassen wir uns damit noch etwas Zeit. Ich weiß nicht wirklich, bei dem Auto die Bremsweg einzuschätzen, weil der eben, wie gesagt, direkt schleift, wenn man zu stark bremst. So, beschleunigen wir mal raus. Beschleunigen finde ich ganz gut. Ist wieder ein bisschen zu stark für den Opel Corsa jetzt, aber ist halt eine getunte Variante, da geht das wieder klar. Handling, wie gesagt, ist wegen mir, weil er so tief ist, etwas gewöhnungsbedürftig. Aua! Das hat aber mal richtig gescheppert. Ach, gucke mal einer an! Ja, das war wirklich nur Abdeckung von den Lampen, weil so sieht er nämlich viel geiler aus, wenn diese blauen Lämpchen auch da durchscheinen können. Lieber Modder, das deckt man nicht ab, wenn man das mit einbaut. Fällt mir nämlich jetzt auf, seht ihr, da haben wir nämlich blaue Lämpchen hinten, aber die sind abgedeckt geworden. Naja, und was wir sehen, Scheiben natürlich alle draußen, schön eingedellt.
Motor läuft ein bisschen unrunder, hört man. Und die Tür ist hinten aufgesprungen, das finde ich krass. Das ist so eine Druckwelle gegeben, dass die Tür einfach mal aufspringt. Aber das, was mich jetzt richtig stört, es schleift nichts, wie ihr seht. Und die Reifen hängen ja sonst wo. Das kann eigentlich nur schleifen. So, jetzt machen wir wieder heile. Bob. Die Lampen wieder abgedeckt. Das sind nicht kacke. Sag mal, wenn man sowas wieder reinsetzt, solche schönen Lampen, weil die sehen wirklich gut aus. Warum verdeckt man die dann? Das checke ich nicht so ganz. Erst recht, wenn man das Licht anmacht. Machen wir kurz mal an. Ihr seht, ist nur das Normale. Es sind nicht diese blauen Leuchten, die dann da durchscheinen. Schade. Also deshalb, erst recht, weil ich das jetzt gesehen habe, das ärgert ein bisschen. Uah. Oh ja, er geht nach rechts. Ja, Nico, mach erstmal die Tür zu. Halleluja. Gut, zum Schadensmodell muss ich ja nichts sagen. Und der Reifen schleift jetzt auch. Und er fährt ja gar nicht mehr, guck mal. Krass. Zum Schadensmodell muss ich sagen, das gefällt mir sogar echt gut. Das gefällt mir echt gut sogar. Guck mal, wie ist alles eingedrückt. Ist der Reifen hier komplett quer, da hinten auch nochmal richtig einen mitbekommen. Hinten dreht er sich noch so ein bisschen, vorne überhaupt nicht mehr. Und wir sehen, Beschleunigung ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Noch ganz langsam geht sie, der Wagen sie da vorne. Aber das sieht mal richtig gut aus. Also sagen wir so, also fahrtechnisch gut zu fahren, vielleicht ein bisschen zu tief. Optisch, naja, da ist halt, wie gesagt, ein bisschen geschludert worden. Schadenstechnisch eine Wucht, gefällt mir gut. Ist jetzt wieder nicht das Hammer-Auto, der schlecht hin für Schadens, aber es sieht richtig gut aus. Wir sehen hier echt mit dem Containereinschlag, es hat man selten so einen schönen Schadensmodell dabei. Der Wagen ist ein Durchschnitt. Es ist nicht keine Totalscheißkarre. Also es gibt ja Wagen, die total schlecht gemodelt sind und auch deswegen auch total scheiß Crash haben. Aber der Wagen ist so Mittelmaß. Wie gesagt, unten in der Beschreibung könnt ihr den finden. Er ist okay. Also ist jetzt nicht die Karre, die ich wirklich komplett verhunzen würde, aber den kann man auch mal so in der Stadt rumverlassen. Nur Problem ist, Admiral ist halt einer der Wagen, der häufig auftritt. Und ob man jetzt hier wirklich einen vollgetunten Opel Corsa da in sonst wie brachialer Ausführung da stehen haben will, ich weiß es ja nicht. Aber du siehst echt gut aus. Und wir sagen mal, wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über Like freuen und neue Autos wie immer in die Kommentare, die mit den meisten Likes werden gewählt. Ich steck diesen Opel jetzt erst. Ich steck diesen Opel noch in den Brand, nicht den Boden. So. Machen wir die Reifen hier ein bisschen. Da habe ich unendlich Muni eingestellt. Oh, der fackelt aber gut. Auf jeden Fall sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Oh, das war der Reifen. Das war der andere Reifen. Ach, guck mal an, die Felge bricht dann auch weg. Seht ihr, die Felgen brechen auch weg. Also außen der Felgenkranz bricht weg, nicht nur der Reifen selber. Boah. Ja, der brennt, jetzt brennt er richtig.